Hallihallo, ihr Lieben. Jetzt hoffe ich, wir sind hier schon live, dass es schon funktioniert. Das ist immer so ein bisschen tüftelig hier. Klappt es oder klappt es nicht? Sind wir live oder nicht? Aber ich glaube, we are on. So. Ich warte ein klein bisschen, bis ihr alle dazukommt hier. Und ich bin so aufgeregt, ich kann es euch gar nicht sagen. Oh mein Gott, ich bin selten so aufgeregt vor einem Pull wie bei diesem. Ich bin neugierig, was wir kreieren werden. Okay. Die Kerstin schreibt, sie kommt nicht rein. Manche Leute sind aber schon drin. Genau. Hallo Mario, da hast du die Siglinde schon da. Ich schau mal, wie ich das auf Facebook machen kann. Genau, online sind wir. Ich sehe, ihr seid schon da. Yay, wie cool ist das? Ich habe mir nur gedacht, ich mache es, dass ich es auf Facebook mache und über Zoom, weil nicht jeder Facebook-Account hat. Und ich wollte allen Leuten die Chance geben, mit dabei zu sein. So, ich warte mal ein bisschen, bis alle dazukommen. Könnt ihr mich gut hören? Ist der Sound gut? Hallo Diana ist da, die Joanna, die Corinna, die Melanie. Grüß euch alle. Hallihallo, die Michaela, die Elke, wie schön. Die Stefanie hat es geschafft. Klasse. Wir sind hier doppelt die Wise, einmal auf Facebook Live und im Zoom. Coolio. Wow. Und ich warte mal noch, bis mehr Leute dazukommen noch. Bis ihr es alle seht, entdeckt. Und klasse, danke für eure Rückmeldung mit dem Ton. Hey, die Angelique ist hier. Wie cool. So, wow. Und ihr habt vielleicht schon mal diese Energy Pulse gesehen, schon mal was davon gehört. Vielleicht auch nicht. So, für wen ist das denn ganz, ganz was Neues? Wer hat schon mal Energieziehen mitgemacht? Und für wen ist es wirklich noch nie was davon gehört? Schreibt es mir gerne in die Kommentare rein. Hallo Anja, hallo Regina. So, und wer kennt die Werkzeuge von Access Consciousness schon und wer hat noch gar keine Ahnung von, was redet die da, ne? Habt ihr das Clearing Statement schon mal gehört, dieses Right, Wrong, Good, Bad, Pot, Pock, Online Shorts, Voice Neons, ne? Das werden wir jetzt ein paar Mal verwenden. Da geht es einfach darum, nicht um was du falsch definiert hast, richtig zu machen, sondern vielmehr die Energie, wenn du was als richtig oder falsch definierst, gut, schlecht, schwarz-weiß, ne? So, das sind unsere Definitionen, die oft uns im Weg stehen, größere Möglichkeiten in unser Leben einzuladen. Hallo Tina, hallo Monika, die Corinna ist da. Oh, ich freue mich. Ja, die Kerstin hat es in Zoom geschafft, klasse. Coolio. Jeder Mario sagt, er ist das erste Mal hier. Yes, I'm excited. Ich warte mal noch ein bisschen, bis alle dazukommen. Dann machen wir so ein bisschen humanoid-like. Letzter Drücker. Nicht, dass mir das passieren würde, der sich ein paar Stunden vorher überlegt, so, ach, wir könnten doch mal wieder einen gemeinsamen Pull machen. So. Genau, wir starten ja morgen früh um 8 Uhr die Business Quickies, wo ich jeden Morgen mit euch um 8 Uhr ein Facebook Live machen werde, so circa 10 bis 15 Minuten, wo wir Fragen stellen, wo wir unser Business einladen, wo wir tatsächlich gemeinsam einchecken, wirklich energetisch reingehen in dein Business und schauen, was möchte alles kreiert werden? Was ist mittlerweile existent? Was möchte Neues dazukommen? Was weißt wirklich du hier, all dies aufzulösen, all die Referenzpunkte in die Vergangenheit, und das machen wir jetzt gerade mal alle zusammen, so alle Referenzpunkte, die du in die Vergangenheit hast, über Business, alle Business, die du jemals schon hattest, und schau auch mal, in wie vielen Lebzeiten war der richtig erfolgreich im Business und hat alles verloren und geschworen, nie wieder gehe ich dieses Risiko ein. Oder ne? Keine Ahnung, was ihr in anderen Lebzeiten mit eurem Business erlebt habt. So alles, was das ist, wenn wir das alles widerrufen, auflösen, aufkündigen, das annullieren, mit dem Abschwung, das zurückführen und es zerstören und zu kreieren. Right, wrong, good, bad, pot, pock, online, shorts, voicing und so. Was, wenn du tatsächlich jeden Tag neu startest mit deinem Business und schaust, okay, ne? Wenn nichts, was bis gerade eben war, noch weiterhin gelten müsste. Wonach würdest du genau jetzt fragen? Und was wünschen sich eure Businesse? So, ich schaue hier gerade mal in den Kommentaren. Die
Jana Katharina schreibt, ja, ich war schon dabei. Ja, manche kennen es von mir, wie cool. Und hat sich seitdem was verändert? Habt ihr, ne, und ganz oft sieht man Veränderungen immer nur, wenn es besser oder schlechter wird. Doch manchmal steht ihr an einem ganz anderen Punkt, wo es macht, wo man es gar nicht anerkennt. So überall, wo ihr nach Veränderung fragt und die ist längst da, sieht aber ganz anders aus, wie du es gedacht hättest, was du noch nicht anerkannt hast, können wir das zusammen dann kreieren. Right, wrong, good, bad, pot, pork, orange, shops, boys, humans. Und da kann ich mich sehr, sehr gut erinnern, als ich mit Access Consciousness gestartet habe, meinen ersten Bars-Kurs hatte, meine ne, Freunde auch Bars-Kurs hatten, wir uns ausgetauscht haben und ich sie bei der Session gefragt habe, so wenn du aus der Session alles raushaben könntest, was wäre es? Und sie hat etwas gesagt. Wir treffen uns 2 Wochen später wieder. Dann sage ich, und hat sich was verändert? Dann sagt sie, nee, eigentlich nicht. Und ich so, okay. Und dann werden wir die Session so machen, erzählt sie mir, was sie alles neu macht. Dass jetzt das. Und ich so, Moment mal, hast du nicht gerade gesagt, es hat sich nichts verändert? Dann sagt sie, boah, stimmt. Das ist alles neu. Das ist alles anders in meiner Welt. Das habe ich noch gar nicht anerkannt. Ja? So, nochmal, überall, wo ihr Veränderungen nur dann anerkennt, wenn etwas besser oder schlechter wird, anstatt zu sehen, oh, ich bin wo ganz anders, ich kann wo ganz anders loslegen, können wir das zusammen umkreieren. Right on, good, bad, pot, pock, online, shorts, boys, neons. Coolio. Die Barbara ist da, die Sandra, die Heide. Wie schön. So, schreibt mir auch gerne mal rein in die Kommentare, was habt ihr für Businesse? So, habt ihr Coaching-Business, habt ihr Massagen, was macht ihr? Und gerne noch mehrere Dinge, dass ich so grob weiß, wo wir energetisch stehen, warum sich eure Businesse so drehen, ja? So, schreibt mir das gerne hier rein. Der Mario schreibt, ja, geht voll ab, danke, yes! Und da ist noch mehr möglich. Und wie gesagt, so, und kennt ihr das, ne? Dann hast du diese Werkzeuge und weißt, was du jeden Tag tun solltest und das ist dann alles so theoretisch und dann vergisst man es doch. Und dafür sind die 21 Tage, dass man wirklich mal 21 Tage intensiv mal eintaucht und schaut, was ist hier tatsächlich sonst noch möglich. Und ich möchte euch auch einladen zu schauen, was ist das, was du weißt über Business. Und ich sehe, da draußen gibt es total viele Business-Coaches, was super ist. Und ganz oft sagen die Leute, ja, du musst das machen, was ich dir sage. Wo ich mir denke, ey, das wirst du von mir nie hören. Ich werde dir immer sagen, mach das, was du weißt, was du wahrnehmen kannst. Wo du merkst, pff, da geht für dich der Raum auf. Und wenn es die verrücktesten Ideen sind, werde ich derjenige sein, der dir Wind in die Flügel bläst, damit du loslegen kannst mit dem, was du weißt. Ne? So, ich spreche ganz oft davon, ne, eine andere oder eine Realität über diese hinaus zu kreieren. Das heißt nicht, dass du das, was du jetzt kennst, alles verleugnest und dann eine Barriere aufbaust. Ganz und gar nicht. Du, ne, du nimmst, was da ist und schaust, ne, was ist darüber hinaus, wo kannst du noch neue Fäden reinziehen, um all das mit neuen Möglichkeiten zu durchdringen. Dazu möchte ich euch einladen. Und ich schaue gerade mal, welche Business ihr so habt. Best Ager Modell, okay. Massage und Bodywork und Access, cool. Make-up, Styling-Beratung, cool. Last-Minute-Kreatur, das war für die andere Frage noch. Energiearbeit und Bewusstsein und inneres Wachstum. Coolio, hier haben wir Bars, Body-Prozesse, Touch of Matrix. Ich helfe Experten, Beratern, Trainern, Coaches mit richtigen Preisstrategien und den dazugehörigen die Naturheilpraxis. Coolio. Okay. So, wenn ihr aus diesem Energy Pool alles raushaben könntet, ne, wenn du sagst, boah, das hätte ich gern, was wäre das? Was hättest du gern mehr? Schreibt es gern rein in die Kommentare. Wonach fragt ihr? Und auch zu gucken, fragt ihr groß genug? Wonach fragt ihr? Was hättet ihr gerne? Und wie oft schaust du das, was du gerne hättest, nur so weit, wie du dir vorstellen kannst, was du haben kannst? Und das ist der riesen, riesen, riesen Unterschied zwischen den Energy Pools und den Vision Boards, die Leute sonst vorschlagen. Wenn du ein Vision Board machst, dann hast du das in irgendeiner Form in einem Bild, ja, und in einer Vorstellung. So was, wenn das, was du tatsächlich kreieren kannst, weit über deine Vorstellung hinausgeht. Vorstellung ist immer im Verstand, ist immer mit Denken verknüpft und Denken kann nur in die Vergangenheit gehen und nie wirklich eine großartigere Zukunft wahrnehmen. So überall, wo ihr glaubt, ihr könnt nur das haben, was ihr euch vorstellen könnt. Ja, das könnt ihr haben, aber ihr könnt viel mehr noch haben. Können wir das dann kreieren? Right on, good, bad, pot, pock, orange, shots, boys, man. So, welche Limitationen setzt du dir auf, wenn du immer nur nach dem fragst, was du dir vorstellen kannst, anstatt nach dem zu fragen, was du gerne hättest? Und überall, wo du das, was du
dir vorstellen kannst, als einziges siehst, was du haben kannst, zerstörst und kriegst du das. Right, wrong, good, bad, pot, pork, orange, shots, boys, yons. Agile Games im Business-Bereich, Bars, Traum, Traumata-Auflösung, einen geilen neuen Job. Yes, die Sandra sucht nach einem Job, cool. Das ist super. Dann schreibt, na, dann mach dir mal bewusst, was müsste dieser Job alles enthalten? So, was macht dir mega Freude, ja? Und schreib diese Dinge auf. Und schreib auch auf, was du auf keinen Fall machen möchtest. Du sagst, ne, das ist nicht mein Ding. Mehr Klienten, größeren Geldfluss. Die Doris schreibt einfach mehr. Sehr cool. Klarheit im Business. Mhm. Die Annika fragt nach Agentur, Verlag für meine Bücher. Neuer Job. Coolio. Wachstum. Energiearbeit. Genau. Wahrnehmen von neuen Möglichkeiten, die mir richtig viel Spaß machen und mega viel Geld bringen mit totaler Leichtigkeit. So, als wäre Magie im Spiel. Yes. Und schaut auch mal, wie viele von euch zwingen sich oder zwingen das Business, Geld zu machen. Ne? So, wie viel Signifikanz habt ihr auf Geld und neuen Kunden? So, all die Signifikanz, alles, was ihr an Geld und Kunden bedeutungsvoll macht, dass sie ihr von euch wegstößt, anstatt sie einlädt, können wir das dann kreieren. Right on good, bad, pot, pork, all nine shots, boys, und alles, was ihr da auch von anderen abgekauft habt, was noch nicht mal euers ist. Ne? So wie es ja nehmt ihr wahr, es dreht sich alles nur ums Geld. Es dreht sich alles nur ums Geld. Es dreht sich alles nur ums Geld. So all diese schicken Implants und Explants, die ihr da habt, dass sich alles immer nur ums Geld dreht und drehen muss. Wenn wir die alle widerrufen, auflösen, aufkündigen, das annullieren, dem abschwören, das zurückführen und zerstören und kreieren. Right, wrong, good, bad, pot, pock, orange, shots, boys, neons. Was, wenn ihr einfach nach dem fragt oder ne, das kreiert, was ihr kreieren möchtet und Geld inkludiert? Ne, das heißt nicht, dass Geld nicht wichtig ist, ganz und gar nicht. Doch wenn Geld an erster Stelle stehen muss für dich, schau mal, ob das wirklich funktioniert oder ob du vielmehr dieser kreative Quirl bist, der einfach 100.000 Ideen hat, die in die Welt bringen möchte. Und ja, Geld darf dazukommen. Der Mike schreibt 35 Kundengespräche pro Woche. Okay. Hallo Manfred, liebe Grüße nach Lisboa. Ich kann das mal nie aussprechen. Lisboa. Okay, ihr Lieben, wenn ihr Lust habt, start mit dem Pull. Wenn ihr Lust habt, schließt die Augen, spür den euren Körper rein und nimmt deinen Körper wahr. So lädst du deinen Körper ein, mitzukreieren, dein Business mitzukreieren? Oder siehst du dich, dein Körper, dein Business, alles getrennt voneinander? So, da möchte ich euch einladen, lasst alle Barrieren mal senken, schmelzen. Lasst sie los, schiebt sie wirklich runter. Und alle Vorstellungen, die du hast von deinem Business, alle Bilder, die du von deinem Business hast. Schau mal, dieses Bild, das du hast, ist das wirklich die größte Möglichkeit oder ist das sehr begrenzend für dein Business? Was, wenn dein Business viel größer sein möchte und was ganz anderes noch? Und dehn dich aus, nimm dich wahr, dieses unendliche Wesen. Ne, so. Dehn dich aus mit deiner Aufmerksamkeit. Nimm dich wahr, so groß wie das Zimmer, in dem du bist. Der Ort, in dem du lebst. In alle Richtungen, 1 Kilometer, 10, 20, 50, 100. Dehn dich aus, nach vorne, hinten, rechts, links, oben, unten. 50 Kilometer, 100 Kilometer, 1000 Kilometer. 2000, 5000, 10.000, dehn dich aus in alle Richtungen. Werde weiter, weiter, weiter. 10.000, 20.000, 50.000, auch tief in die Erde. Ne, so, nur 50.000 Kilometer ausgedehnt bist in alle Richtungen, inkludierst du die Erde schon. Du bist ein unendliches Wesen, das einen Körper hat und sich ein Business kreiert. In alle Richtungen, 100.000 Kilometer, 500.000 Kilometer. 1 Million Kilometer. So werde größer als dieses Universum. Dehn dich aus. Und nimm dich wahr. In diesem ausgedehnten Raum. Du bist unendlich groß. Und spür den Körper, den du hast, als dieses unendliche Wesen. Und dann möchte ich dich einladen. Nimm dein Business wahr. Vor deinem Körper, ungefähr von deinem Solarplexus. Mach deine Energiekugel. Und sag mal Hi zu deinem Business.
Und wenn du noch nicht selbstständig bist, macht nichts, ne? Nimm deine Arbeit, alles, was du jetzt als dein Business siehst, was du täglich tust. Und gib dein Leben da rein, die Energie und spür das, sag Hi. So alle Erwartungen, Projektionen, Definitionen, Bilder, Schlussfolgerungen, Bewertungen, Berechnungen, die du über dein Business hast, die andere über dein Business haben, zerstörst du und kriegst du die alle. Right, wrong, good, bad, pot, pock, on and shorts, boys, me und so. Ich möchte dich einladen, was weißt du über dein Business? Welche Informationen sind hier für dich? Was kannst du von deinem Business empfangen? So, welche generative Energie, welches Raumweltbewusstsein kannst du in deinem Körper sein, um 50-50 mit deinem Business zu sein, indem du schenkst und empfängst, schenkst und empfängst. So erlaubt, dass da ein Flow zwischen dir und deinem Business entsteht. Und frag, hey Business, wen und was kann ich alles hinzufügen? Und erlaubt, dass deine Energie sich zeigt, dass du eine Energie wahrnehmen kannst. Und wenn du jetzt keine Energie hast, mach nichts. Vielleicht kommt da nur ein riesen Space, das gar keine Worte hat. Ne? So, es geht nicht darum, dass du Bilder findest, sondern einfach diese Energie erlaubst, mehr und mehr wahrzunehmen. Und auch wenn du es nicht deuten kannst, es funktioniert trotzdem. Ja? Wohin möchte sich dein Business entwickeln? Wohin möchte es wachsen? Wie groß möchte es wahrhaftig sein? Und würdest du mit deinen Ansichten aus dem Weg gehen, was möglich ist und nicht möglich? Wohin möchte es expandieren? Und Wahrheit, wie groß ist dein Business, was du noch nie anerkannt hast? Welche Zukunft möchtest du mit deinem Business kreieren? Welche Zukunft kannst du wahrnehmen? Und was sind die Möglichkeiten, die nur mit dir kommunizieren? Und überall, wo du Barrieren hast, lass sie sinken, schieb sie wieder runter. Und erlaub es wahrzunehmen. Was sind die Möglichkeiten, die nur mit dir kommunizieren? Und nochmal, inkludier deinen Körper in dein Business. Dürfte dein Körper mitmachen? Welche Möglichkeiten könnte dein Körper an den Mann ziehen? Mit welchen anderen Körpern würde das Spaß machen? Krieg diese Energien. So, welche Jobs kannst du hinzufügen? Welche neuen Geldquellen? Welche Geldquellen lauern nur darauf, dass du Ja sagst und sagst, yes, I go for it. Wonach hast du längst gefragt, was schon da ist, das anders aussieht? So erlaub, dass diese Möglichkeiten lauter werden, dass du sie wirklich nicht verpassen kannst. Sonst sei verbunden mit deinem Business, mit all diesen Möglichkeiten. Und jetzt möchte ich dich einladen, Energie zu ziehen, einfach indem du danach fragst, Energie zieh. Verbinde dich mit jedem generativen Molekül im Universum, der Erde, von dir selber. Und welchen Enthusiasmus kannst du hinzufügen? Und zieh die Energie. Und jetzt zieht weiter und ich werde für euch singen. May we Z
Ich möchte euch einladen, spür dein Business, spür diese Energie, die jetzt da ist, die Vibration, dieses Vibrant, und erlaub, dass dein Business von allen anderen Businessen empfängt und dein Business allen anderen verschenkt. Was ist hier noch möglich, das so anders ist, dass wir jetzt wählen können? Es ist da, wir müssen nur Ja sagen. Jetzt lass die Energie sich versprinkeln, verströmen, sich verteilen im ganzen Universum, auf der ganzen Erde, wo es Menschen, Wesen, Energien, Spirits, Elemente, Elemente gibt und tatsächlich auch Bodies, die das mit euch in die Welt bringen möchten, die euch beitragen möchten, die auf der Suche nach dir sind. Und für den du ein Beitrag sein kannst. Und lass die Energie sich versprinkeln. So. Was ist jetzt möglich, das nie zuvor möglich war? Und lass die Energie sich versprinkeln. Und spürt mal diese 21 Tage Energy Pulse Business Quickies. So. Oh, wie viele Businesse wären dankbar, würdest du dazu Ja sagen? Und ich habe es wirklich für einen lächerlichen Preis von 150 Euro gemacht. Nur, dass ihr ja euch täglich verbindet mit eurem Business. Das in der Gruppe zu machen, wie wir es jetzt zusammen tun. Was kann sich da für dich eröffnen? Und ich habe mir überlegt, alle, die sich in der nächsten Stunde anmelden oder heute Abend noch anmelden, lassen wir mal so sagen, können auch bei der Woche Ich bin's dabei sein. So, wenn du dich heute noch anmeldest, bis Mitternacht, denke ich dir die eine Woche Ich bin's noch drauf, ne? So, dass wir wirklich die ganzen Geldsituationen verändern können. Ihr Lieben, wow, was für ein Pool, was für ein Space. So, ich freue mich, morgen früh um 8 geht's los. Jeden Tag. Und wo kann dein Business sich hinentwickeln, wovon dein Verstand keine Ahnung hat, wo kein Algorithmus hinkommt, was jetzt aber mega leicht möglich ist. So, ihr Lieben, danke euch und wir sehen uns morgen. Und manche von euch sehe ich gleich im Buchclub. So, habt einen schönen Sonntagabend und ich freue mich auf mehr mit euch. Ciao, ihr wunderbaren magischen Wesen.